So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Farm Manager 2018. Wir spielen das DLC Brewing and Winemaking und da das Szenario in Vino Veritas. Wir bauen Wein an. Hatte ich schon gesagt, dass es Folge 16 ist. Und ja, hier sind... mal ganz kurz überspringen. Das sind nochmal unsere Ziele von dem Szenario. Zwei Weinberge, das haben wir erreicht. Ja, das sind die zwei Gebäude hier. Einen Weinkeller haben wir auch. Und dann müssen wir noch dementsprechend verschiedene Flaschen Wein herstellen. Hier steht im Grunde, wir brauchen zweijährigen Wein und dreijährigen. Was haben wir hier? Erstelle ein Feld. Okay, abbrechen. Wo ist unser Geld? 24.000. Wir haben Windräder, die uns über den Winter helfen. Hier dürfte nichts mehr los sein. Wir haben zwei Imkerhäuser, einen Hühnerstall mit Eiern und Ziegen halten wir. Die Eier müssten automatisch verkauft werden. Ich guck mal kurz bei Verkaufen. Eier, Autohandel. Was handeln wir noch automatisch? Ziegenmilch. So. Wir beschleunigen mal ein bisschen. Denn wir sind immer noch Mitte März unterwegs. Wir haben dummerweise ein paar Kredite jetzt am Laufen. Und die sind echt teuer zum Zurückzahlen. Aber letztes Jahr Hühner haben wir verkauft. Profit. Windkraftwerk. Ach nee, das haben wir gekauft. Naja. Gucken wir mal, wie viel mir abgenommen wird. Wir haben schon die Maschinen hier verkauft bei uns. Bewässerungssystem. Komm, das leisten wir uns mal. Für unser kleines Weizenfeld. Futter müssten wir noch ein bisschen haben, oder? Erlaubte Nahrung im Lager. Oh. Gras. Na, hier ist noch Gras drin im Silo. Mais und Weizen haben wir auch für die Hühner. Gut. So. Jetzt sollten wir langsam der Winter zu Ende gehen. Frühling hat begonnen. Alles. Ja, das Leben kehrt zurück. So, Kredite aufnehmen. Ich habe drei Kredite noch am Laufen. Abzahlen. Nummer. Okay, der 50.000er Kredit, der ist jetzt im nächsten Monat abgezahlt. Naja, gut. Es ist doch nochmal kalt geworden. Da, 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 da. Die Leute müssen ja hier eingeteilt sein, Arbeiter.
sollt ihr alles seinen Lauf hier nehmen. Hühnereier läuft. Ziegenmilch habe ich auch. Der Betreuer ist auf Maximum Tiere. Sie ist auch auf Maximum Tiere. So, jetzt kommt das Leben zurück. Es wird warm. 26. März. So. Möchtest du wirklich? Ja. Per Hand. Und zwar automatisch vervollständigen Arbeiten. Maisfeld umgrubbern. So, Mais haben wir ein bisschen Gras. Ich würde sagen, wir pflanzen hier nochmal Mais an. 125 Tage. Da, da, da. Honig müsste ja jetzt auch bald wieder produziert werden. Irgendwie sind die Bienen noch nicht ganz so aktiv. Macht aber nichts. Wir könnten mal noch eine Vogelscheuche aufstellen. Die mitten aufs Feld packen. Ich lasse mal hier. So, jetzt ist mein Geld dummerweise runtergegangen. Das müsste der letzte Kredit gewesen sein. Windkraftprofit. Vogelscheuche. Arbeiterhonorar. Kreditrate hier, genau. 9000, 10.000, 9000. Hier können wir automatisch vervollständigen. Erstmal grubbern. Es regnet. Okay. Windkraftwerk soll ein bisschen Geld machen. Da, da, da. Alles. Schön fruchtbar. Da, da, da. So, kommt jetzt langsam mal wieder ein bisschen Honig rein. Meine Honigbienen sind irgendwie immer noch nicht so ganz fit. Betreuer. So, hier können wir anpflanzen. Ich hätte abbrechen. Düngen. Okay, Mist. Automatisch. Machen Sie mal ein bisschen Mist drauf hier. Mit einem Eimer. Na, wunderbar. Kommt direkt von unserem Ziegenstall hier. Der Mist. So. Eier, Ziegenmilch. Da, da, da.
So. Dann pflanzen wir jetzt an Mais. Arbeiten. Elf Tage. Okay. Hühner kann ich mal ein paar verkaufen. Muss mal auf 20 runtergehen. Ziegen verkaufe ich auch mal 2. So, jetzt wächst der Mais. Sehr schön. Jetzt müssen wir einfach nur abwarten und hoffen, dass wir nicht an den Kreditzinsen kaputt gehen. So sehen das nicht irgendwelche... Feld anlege. Wie groß soll das sein? Mindestens klein. So. Haben wir ein bisschen Geld bekommen. Erfolg, das nutzen wir ja nicht. Das fällt ja. Tierarzt ist gekommen. Da können wir nochmal 3 Hühner verkaufen. So, 104 Tage, 107. Müsste ich das ernsthaft erneuern? Ich hoffe doch mal nicht. Gut, 6.000. Bisschen Geld machen wir ja. Mit den Windmühlen. Mais, Gras, Ziegenmilch. Da. Fruchtbarkeit. Hier, die Hühner wollen sich schon wieder fortpflanzen. Sieht bei den Ziegen aus. Jetzt kaufen wir mal 3. Da. Unkraut auf dem Feld, auf welchen denn? Okay. Kurz Pause. Ja. Mittel gegen Unkraut. Automatisch. Arbeiten. Schnell. Da. Elstern und Saatkrähen, die wir auf dem Feld haben. Okay, die holen sich jetzt alle Unkrautmittel. Oh Gott, die sehen ja aus wie Taucher. Alle rein. Hühner haben wir noch genug. Ziegen auch noch 12. So, jetzt geht's los hier. Das Sprühkommando.
jetzt fast 10.000 wieder. Alle Windräder drehen sich ein bisschen langsam. Tiere bereit zur Fortpflanzung. Da, da, da. Fotomodus, achso. Na gut, 100 Tage, 102, 100, 100. Das Spiel wurde automatisch gespeichert. Mensch, jetzt müssten doch mal meine Bienchen aktiv werden. Echt noch nicht so weit. So, ich beschleunige mal ein bisschen. Irgendein Auto habe ich wieder gehört. Unkraut auf deinem Feld. Das müsste eigentlich jetzt weg sein. Oder haben die nochmal Unkraut nachgeholt? Nein, erledigt. Gut. So, wie sieht's aus? Ich hätte gerne Honig. Honig, Honig, Honig. Da, da, da. Jetzt muss ich kurz schauen. Wobei, ich beende mal hier die Folge, sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.